Wir sehen ein kleines Dorf in einer malerischen Landschaft, irgendwo in England. Dem Aussehen der Gebäude und der Kleidung der Menschen nach könnten wir uns irgendwann um die Jahrhundertwende, so um 1800 oder früher, befinden. Die Dorfbewohner bereiten eine Feier vor. Menschen bringen Essen und Getränke. Ein junger Mann namens Jack wird von seinen stolzen Eltern richtig fein rausgeputzt. Mit Anzug, Krawatte, schicken Schuhen. Jack hat eine Glatze. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Alle freuen sich über Jacks große Ehre, endlich die Weihe zu empfangen. Dann sehen wir plötzlich einen riesigen Metallfuß, der direkt vor dem Dorf und den Festlichkeiten auf den Boden stampft. Ein riesiges, graues, dreibeiniges Maschinending, das mit einem grünen Licht auf die Menschen herabblickt. Doch keiner hat Angst. Niemand rennt in Panik weg. Ganz im Gegenteil, alle freuen sich, den Dreibeiner zu sehen. Das Maschinenwesen holt Jack mit einem Roboterarm in sein Inneres. Die Dorfbewohner sind aufgeregt, freuen sich, klatschen. Die Dorfkapelle spielt Musik, als Jack wieder nach einer gewissen Zeit aus dem Dreibeiner herabgelassen wird. Auf seinem Kopf zeigt er stolz eine dreieckige, metallene Platte, die scheinbar in seine Kopfhaut und den Schädel eingesetzt wurde. Alle freuen sich, die Musik spielt, es wird ausgiebig gefeiert, denn Jack ist nun geweiht. Alle freuen sich, bis auf Will und Henry. Zwei Jugendliche, die für den Müller arbeiten und Dreibeiner und die Weihe eher etwas skeptisch betrachten. Und genau hier beginnt die Geschichte um die Treepots, die dreibeinigen Herrscher, die ich damals in meiner Kindheit im Fernsehen gesehen habe. Mit Spannung, Aufregung, aber auch einer ordentlichen Portion Angst. Denn diese Geschichte kann Angst machen. Und zumindest war das damals so. Denn für eine Jugendserie aus dem Jahr 1984 war dies eine sehr passable Leistung in puncto Science-Fiction für Jugendliche im TV. Ach ja, befinden sich Will, Henry und die Dreibeiner jetzt wirklich im 18. Jahrhundert oder im Mittelalter, wo Menschen mit Pferden, Kutschen und zu Fuß gehend unterwegs sind und die größte technische Errungenschaft eine mit Wasserkraft angetriebene Mühle ist? Wie passen denn da Maschinenwesen auf drei Beinen hin, mit grünem Licht und so? In einer Szene, wo Will und Henry in der Dorfschule sind, die ebenfalls einer Schule aus dem 18. Jahrhundert gleicht, schreibt der Lehrer mit Kreide an eine kleine Tafel das Datum. 5. Juli 2089. Und er lässt die gehorsamen Schüler im Chor immer wieder sagen, lang leben die Dreibeiner. Und nun könnte der eine oder andere sich vielleicht so ein bisschen denken, was mit dieser Welt los ist. Genau, ja. Die Menschheit wurde erobert von Aliens. Jede Form von Technologie wurde verboten und durch die Weihe wurden jene Menschen, die die Angriffe überlebt haben, gefügig gemacht und jede Spur von Fantasie, Kreativität und Forscherdrang ausgemerzt. Die Dreibeiner sind den Maschinen aus Krieg der Welten von H.G. Wells gar nicht mal so unähnlich. Somit könnten die dreibeinigen Herrscher im Original The Treepots tatsächlich eine Welt zeigen, wie sie aussehe, hätten Aliens diesen Krieg gewonnen. Zurück zur Geschichte. Natürlich flüchten Will und Henry, sie sind die Hauptfiguren, vor den Dreibeinern der Weihe und beginnen eine Revolution gegen die Eroberer vorzubereiten. Dennoch denken sie, die Dreibeiner seien einfach Maschinenmonster, welche die Menschen kontrollieren. Doch die Wahrheit ist viel, viel erschreckender. We are from different